Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, wie du schon im Thumbnail gesehen hast und im Titel gelesen hast, habe ich heute ein Tauschpaket-Video für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieses Tauschpaket habe ich mit einer, wie nennt man das denn, Instagram-Bekanntschaft? Alexandra, wie nennt man uns? Also, es war so, die liebe Alexandra folgt mir schon, ich glaube, so ziemlich von Anfang an und hat immer wieder kommentiert. Und ich dachte am Anfang immer, dass sie meine Auszubildende ist, die sich einfach nur nicht outen wollte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dann auch immer wieder mit ihr geschrieben und irgendwann hat sie auch was bei mir gewonnen. Und dann habe ich aber gesehen, nein, das ist nicht meine Auszubildende. Okay, dann haben wir uns über Instagram immer wieder geschrieben und haben uns dann auch quasi kennengelernt und uns mögen gelernt tatsächlich. Und ja, dann irgendwann haben wir gesagt, Mensch, wollen wir nicht mal irgendwie ein Tauschpaket oder sowas machen? Und ja, was ich ihr schicke, siehst du oder hast du wahrscheinlich schon gesehen in meinem DM-Haul. Da habe ich nämlich die Produkte gezeigt, die ich zum Thema Kunterbunt gekauft habe. Und ja, sie hat mir jetzt ein Tauschpaket auch zum Thema Kunterbunt gemacht. Und Leute, haltet euch fest. Denn hier ist ihr Tauschpaket und es ist riesig. Oh, ist das nicht ein unheimlich niedlicher Pinguin? Ich finde den ziemlich süß. Und der ist lila und der hat riesengroße Augen und eine süße Nikolausmütze. Ja, noch fällt ja auch ab und an ein bisschen Schnee. Hallo liebe Claudia, du erfüllst mir mit diesem Tauschpaket einen Herzenswunsch. Ich mag dich und deine Videos wirklich sehr. Ich hoffe, dir gefallen die Sachen im Tauschpaket. Ganz liebe Grüße und hab dich lieb, Alexandra. Danke, Alexandra. Ich hab dich auch ganz doll lieb und ja, ich bin auch gespannt, was du zu dem Tauschpaket sagst, was ich dir schicke. Ja, ich bin auch ganz gespannt, denn wir hatten ein Budget festgemacht, was ich locker überschritten habe. Und sie hat mir geschrieben, dass sie auch gesündigt hat. Wir gucken mal. Also, ich fange mal an mit Päckchen Nummer 1. Da steht die 1 drauf und sonst nichts. Es sind Einhörner drauf, es sind Schmetterlinge drauf. Es ist total niedlich. Es ist kunterbunt. In der Nummer 1 habe ich etwas drin, was, ja, einfach passt. Ich bin ein Maskenfreak. Ich liebe Masken. Ich liebe es, Masken zu verwenden. Und da hat sie mir gleich mehrere reingepackt. Und zwar einmal von Seven's Heaven die Peel-Off-Maske mit Aktivkohle. Cool, die habe ich noch nicht ausprobiert. Die werde ich auf jeden Fall mal testen. Mega geil. Also Seven's Heaven, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das kommt von Müller oder so, ne? Da hatte ich auch schon ein paar Haarmasken von, die unheimlich pflegend waren, aber schon ein bisschen nachgefettet hatten. Aber das ist ja bei Gesichtsmasken nicht so wild. Dann von Balea eine Peel-Off-Maske, klärt das Hautbild und pflegt mit Hamamelis und Aprikosenextrakt und ist tiefenreinigend. Das ist auch sehr cool für Mischhaut. Dann eine Balea-Tuchmaske, Calm Coco, spendet intensive Feuchtigkeit, Pflegeoase mit Kokoswasser. Geil. Ich mag zwar nicht so gerne Kokos, aber Kokos ist enorm pflegend. Das heißt, da muss ich einfach mal für 15 Minuten die Nase zuhalten und einfach die Pflege genießen und dann ist alles gut. Die hatte ich auch schon, ich glaube, auch öfters schon mal benutzt. Von Balea die Tuchmaske Sweet Macarons. Die ist richtig geil mit Hyaluron und Erdbeerextrakt, spendet Feuchtigkeit und belebt. Und die ist so geil, die riecht geil, die fühlt sich so weich an. Das ist so ein geiles Vlies, was du auf deinem Gesicht hast. Vielen, vielen Dank, die finde ich richtig geil. Von Garnier Skin Active hat sie mir auch eine Hydra Bomb Tuchmaske mit reingelegt, Mensch. Und zwar ist es die lila, ne? Super einfach anzuwenden für jede Gesichtsform. Die ist für müde Haut. Das kann ich auch sehr, sehr gut gerade gebrauchen, denn meine Haut ist müde. Ich bin müde. Ich weiß auch nicht. Mega, mega geil. Beim nächsten hat sie drauf geschrieben, kleines Beauty Bag. Und da ist hier ein schöner Regenbogen mit drauf geklebt. Das ist wirklich eine Tasche und da ist irgendwas drin. Ey, Lady, übertreib nicht. Das ist die Tasche und die machen wir mal auf. Als erstes ziehe ich raus von Balea Lippenpflege Golden Peach. Die hatte ich schon mal. Die fand ich leider, leider nicht so gut. Die hat meine Lippen leider nicht so gut gepflegt. Deswegen wird die leider weiter wandern. Die kann ich leider nicht behalten. Mit Schimmereffekt, ja. War nicht so meins. Und dann ganz viel eingepackt im Ceva. Da hat sie mir einmal von Colorplay etwas reingelegt. Ultra Shiny and Long Lasting Nail Polish. Ach, guck mal, das scheint so ein Topcoat zu sein. Der hat sich aber irgendwie getrennt, ne? Da hast du hier die Glitzerelemente und hier das Durchsichtige. Ich weiß nicht, wenn ich das schüttel, weil da ist so eine Kugel drin.
Ja, dann vermischt sich das wieder. Das ist cool. Und das ist so ein schöner Topcoat. Das ist ziemlich geil. Das kann ich auch sehr schön auf die Füße machen. Ja, auf den Fingern habe ich sowas ja auch immer so, auf einem Nagel zum Beispiel. Aber das kommt dann ja von der Nagelfeder. Das sind ja Gelnägel. Aber richtig, richtig derbe eingepackt hier. Ich sag dir das. Von IQ Cosmetics Velvet Glow Shadow Quartet. Ach, guck mal. So ein geiles Lila ist das. Das gefällt mir. Fühlen sich jetzt hier im Pfännchen relativ trocken an. Das sind die vier Farben und das erinnert mich so ein bisschen. Hat Chanel nicht so ein Quartett zurzeit auch rausgebracht? Das erinnert mich von den Farben her sehr daran. Also richtig, richtig cool. Dankeschön. Das ist geil. Oh, ey, du hast echt übertrieben. Ich sag dir das. Wow, du hast mir so viel hier reingepackt, allein in dieser Beauty Bag, ey. Das ist von Essence, ein Liquid Eyeliner. Ja, da gucken wir uns den mal ein bisschen näher an. Liquid Eyeliner. Der ist schwarz und der hat vorne so eine Spitze, aber das ist kein Bürstchen oder so, das ist wirklich so eine Spitze. Da muss ich mal gucken. Das muss ich auf jeden Fall mal austesten. Dann habe ich hier von Maybelline ein Superstay 24 Hours Lipstick. Ach, guck mal. Das ist die Farbe Stay With Me Coral in der Farbe 430. Wow. Ich dachte, das wäre so ein Liquid Lipstick, aber das ist einer zum Rausdrehen. Oh, riecht der geil, der riecht nach Brausepulver. Das ist eine coole Farbe. Und Koralle ist jetzt ja auch die Farbe, die 2019 sehr, sehr in sein wird. Mega geil. Ach komm, wir swatchen auch mal den Eyeliner. Eyeliner-Swatchen ist immer schwierig, finde ich, weil der auf dem Auge eh ganz anders wirkt. Da hast du auch viel weniger Platz als jetzt auf dem Arm. Aber der ist schon schwarz, ne? Das ist schon cool. Ja, da kann man auch präziser mitarbeiten. Jetzt nicht so ultra präzise, also ein Wing wird schwierig. Nö, aber das geht. So, dann hat sie mir noch mit reingelegt von Catrice Matte Lover Lipstick Pen in der Farbe 080 Luca Loves Lavender, ein lila Lippenstift. Also von dem von NYX bin ich jetzt ja nicht so ultra begeistert, weil der mir zu krass war. Bei dem hoffe ich, dass der vielleicht nicht zu heftig ist. Der ist so zum Rausdrehen. Also ich habe jetzt hier einmal einen Swatch gemacht, wo ich ein paar Mal mehr drüber gegangen bin und hier einen, wo ich dezenter gegangen bin. Der dezentere gefällt mir tatsächlich besser, aber das sieht beides ziemlich geil aus. Also wow, und das passt mega zu dem Lidschatten. Dann hat sie mir eine Mascara mit reingepackt von Essence, Lash Princess Volume Mascara. Die muss ich dann auf jeden Fall auch mal testen. Ich glaube, die hatte ich tatsächlich selber mal für jemanden in ein Tauschpaket gemacht. Finde die aber ultra schön, ne? Also das hier ist so ein Gummi, was da quasi auf der Mascara-Verpackung drauf ist. Und die sieht ja mal richtig cool aus. Die ist sehr trocken, aber die riecht gut. Oh. Dann habe ich hier noch so ein eckiges Stückchen drin und ich denke, dass es auch eine Palette sein wird. Oh wow. Essence Be Kissed by the Moon Eye and Face Palette. Oh wow. Das ist garantiert auch so Highlighter und das andere kannst du wahrscheinlich auch als Lidschatten verwenden. Mega. Und die sind, wie man das so von Essence kennt, richtig butterig weich. Und die haben Bums. Die haben richtig was drauf. Wow. Und die anderen, die kannst du auch entweder als Highlighter verwenden oder eben als Lidschatten. Heftiges Zeug, ey. Dankeschön. Krass. Oh geil, von Catrice den Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Der ist in der Farbe 005 Night Light Natural und ich denke, dass der mir passen wird. Den wollte ich mir nämlich tatsächlich immer wiederholen, aber habe mir gedacht, nee, komm, hast einiges da, das musst du erstmal aufbrauchen. Das finde ich an Tauschpaketen nämlich so cool. Dann wird einem einfach mal die Entscheidung abgenommen und man kriegt es einfach. So. Und dann habe ich hier zuletzt in meiner Beauty Bag hier mit drin. Zwei Produkte. Einmal von Catrice Velvet Matte Smoky Eyes Pencil. Ach geil. Da hast du hier einmal nämlich die Farbe, den habe ich auch schon mal gesehen. Das ist so ein richtig schönes Schwarz. Und den kannst du dann mit dem Pinselchen, was hier hinten dran ist, das muss man erstmal so auseinanderfuddeln, weil das ist ja noch mit Produkt entsprechend zusammengebatscht. So, und dann kannst du das damit entsprechend verblenden. Und dir so einen richtig schönen Smoky-Look damit machen. Das ist mega cool. Ne? Gefällt mir. Mega geil. Dankeschön. Und dann habe ich hier noch mit drin Long Lasting Eye Pencil Waterproof. Es ist einfach blau.
Farbe 110 Redness Blue. Den kannst du wahrscheinlich auch als Eyeliner verwenden. Blau ist ja mal eine krass geile Farbe. Boah, das ist witzig. Das passt auch gerade sehr gut zum Oberteil. Wow, das ist wirklich kunterbunt. Hier habe ich das nächste Päckchen und da steht drauf zum Ausgehen. Was das wohl ist, zum Ausgehen, kann ich dir gar nicht sagen. Ja, eine Tasche ist es ja wohl nicht. Oder ein Schal, aber für einen Schal ist es zu hart. Sie hat übertrieben, es ist einfach eine Tasche. Ey, bist du verrückt? Du kannst mir doch keine Tasche mit hier reinlegen. Wahnsinn. Die kannst du halt so mit so einem Druckverschluss aufmachen, mit so einem Magnetverschluss. Und kannst du die auch theoretisch als Umhängetasche nehmen. Ach, du bist doch... Des Wahnsinns bist du doch. Du kannst mir doch nicht einfach eine Umhängetasche schenken. Du hast echt übertrieben. Ach, Wahnsinn. Ich finde die ganz cool. Die ist schlicht. Die kannst du auch ganz gut dann nehmen. Und die ist von der Größe her echt toll. Ne? Also da kriegst du auch ganz gut was rein. Und musst dann nicht dein Auto quasi als Zwischenlager für alle Ersatzstrumpfhosen und Kosmetika nehmen. Das mache ich nämlich immer ganz gerne. Wahnsinn. Ja, und das passt halt zu jedem Outfit eigentlich, ne? Richtig, richtig, richtig geil. Dankeschön. Als nächstes habe ich hier so ein paar von diesen Douglas-Geschenkverpackungen drin. Und da gucken wir mal rein. Kleine Must-Haves hat sich hier drauf geschrieben. Und da ist so ein süßes Einhorn mit drauf. Ein paar von den Packungen sind leider aufgegangen. Ich hoffe, dass ich das jetzt in die richtige Packung immer mit reingelegt habe. Wir gucken mal. Denn, ach, ihr wisst gar nicht, wie furchtbar manchmal die Leute mit irgendwelchen Paketen umgehen. Also das ist, also die, ne... Hermes und DHL und so. Das ist echt schade. Na gut, aber wir gucken mal rein. Also, als erstes habe ich hier von Absolute New York Pure Metal Veil Fluid Eyeshadow. Okay, das ist so ein richtig geiles Kupfer. Das kommt hier mit so einem Füßchenapplikator raus. Den kann man sich drauf machen und dann wahrscheinlich so ein bisschen verblenden. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich guck mal, ob der so hält. Boah, der ist aber ganz schön dick. Die muss man dann wahrscheinlich ein bisschen mit dem Finger oder eben mit einem Pinselchen ausblenden, weil der ist heftig geil, oder? Richtig geil. Den kann ich mir auch gut vorstellen, hier an der Seite einfach ein bisschen, ne, so einfach aufzutragen. Mega. Das ist schon geil. Da hast du so einen schönen Schimmer. Ich hoffe, dass der nicht creased. Das finde ich nämlich bei diesen Liquid Eyeshadows immer ganz, ganz schwierig, aber mega cool. Also wenn der hält und, ne, dann 1A. Dann hat sie mir so ein, da stand ich auch vor, mega geil, von Essence Super Beauty Sponge. Richtig süß. Wäre natürlich noch cooler, wenn diese Augen und diese Ärmchen und so auf dem Schwämmchen selber mit drauf gewesen wären. Ich nehme das mal raus. Das ist so witzig. Ich kann mir das nämlich gar nicht so gut vorstellen. Ich meine, du kannst es so halten und dann so deine Foundation verblenden. Ist bestimmt mega. Muss ich mal austesten. Richtig cool. Auf jeden Fall eine mega interessante Form, denn das hatte ich echt noch nie. So ein ganz merkwürdig geformtes Beauty-Schwämmchen. So, und dann hast du mir hier mit reingepackt von Kamameyu. Charcoal Age Defense, ey. Cognac-Sponge. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Den hatte ich, glaube ich, in einem Adventskalender schon mal mit drin. Kann das wohl sein, dass der auch in einem Adventskalender von dir mit drin war? Den hatte ich, glaube ich, schon mal. Ja. Genau, den hatte ich schon mal und den fand ich leider nicht so gut. Deswegen wird der auch leider weiter wandern. Aber ja, ich habe mir letztens auch jetzt von Garnier Bio eingeholt und hoffe, dass der besser ist als die, die ich bislang getestet habe. Aber bislang haben mir Cognac Sponges noch nicht so gefallen. Leider. Hier hat sie einfach drauf geschrieben, nicht schlecht. Von Evelyn ein Cognac-Körperpflegeschwamm in Sensitiv. Okay, den habe ich noch nicht ausprobiert. Der wird jetzt gleich direkt mit mir unter die Dusche wandern. Ja, und das ist halt wirklich das Produkt für den Körper. Und da bin ich gespannt drauf. Dankeschön. Das muss ich auf jeden Fall testen. Mega. Hier hat sie drauf geschrieben, kann man immer gebrauchen. Und wie recht sie hat. Das ist von Naturebox die Körperbutter mit Avocadoöl. Und davon habe ich... glaube ich, aktuell auch ein anderes Produkt aus der Reihe Avocadoöl. Ich weiß nur nicht, ich glaube das Peeling. Und dann passt das doch super zusammen, wenn ich die Körperbutter zusammen mit dem Peeling verwende. Weil das Peeling habe ich von der lieben Jana im Tauschpaket gehabt. Oh, die riecht gut. Die riecht wirklich gut, angenehm, pflegend. Das wird was. Dankeschön. Kann man wirklich immer gebrauchen. Und beim nächsten Produkt steht drauf, gepflegt schön. Wie viele Stunden hast du damit zugebracht, die ganzen Sachen einzupacken? Wahnsinn!
So, hier habe ich drin ein Shampoo und ein, ich glaube, Haaröl. Das ist von L'Oréal Professionnel, Mythic Oil. Da bin ich ja gespannt. Das wird dann richtig schön feuchtigkeitsspendend sein und mega geil. Das finde ich sehr, sehr edel. Das riecht ganz gut. Also es hat einen Hauch was Frisches, also ein bisschen orangemäßig. Das wäre dann nicht so ganz meins unter der Dusche. Aber wir gucken mal. Und das ist wirklich ein Haaröl. Pur Cheveux. Ja, mega geil. Das kommt hier in so einem Pumpspender raus. Und Haaröl benutze ich tatsächlich, habe ich gestern auch verwendet. Deswegen sehen meine Spitzen vielleicht auch etwas, ja, strähnig aus. Aber es pflegt halt meine Haare. Und das tut meinen Haaren sehr, sehr gut. Also vielen, vielen Dank. Kann ich ultra gut gebrauchen. Dann habe ich hier noch von Douglas Hair Protein Repair eine Haarmaske mit Almond and Shea, also mit Mandel- und Shea-Butter. Und das ist für trockenes, geschädigtes Haar. Und da sind drei verschiedene Produkte drin. Einmal ein Intensivpflegeshampoo, eine Intensivmaske und eine Intensiv-Leave-In-Cream. Da habe ich dann wirklich mal so eine Rundumpflege für die Haare und das finde ich mega geil. Dankeschön. Das wird am Wochenende mal getestet. Kleine Sünde. Da ist bestimmt Schoki drin. Fast. Katjes, für dich. Oh, geil, so Gummiteile, die finde ich ja auch super, ne? Fruchtspaß, mega geil. Auch so kleine Pandas oder, ja, Pandabären sind das, ne? Oh, yam, 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 danke schön. Für Sammy, oh, der wird sich freuen. Da hat sie eingepackt, einmal von Perfect Dog, Sechseckstangen, und zwar 7 Stück. Das sind so Dentasticks quasi. Und saftige Würstchen, oh, von Zoo Royal. Die, ja, kriegt er dann so als Abendleckerli. Richtig, richtig cool. Er hat gerade gegessen, deswegen kriegt er keine Leckerlis, aber er sagt schon mal Dankeschön. Für deinen Liebsten. Es ist ziemlich groß. Da bin ich ja mal gespannt. Da ist einmal drin von Yves Rocher Gel Douche für Hair and Body. Ach, so sieht die aus. Nature. Oh, sowas mag der. Und das ist ein Duschgel mit Zedernholz und Limette. Oh, ich hasse es, wenn mir das passiert und man einfach Duschgel in die Nase kriegt. Puh. Oh, das riecht aber gut. Das riecht dezent, aber schön männlich. Das ist cool. Dann PD-One. Ein gepflegtes und frisches Hautgefühl. Man Active Care. Ein Männerschaum. Okay. Ist das für Füße oder wofür ist das? Für Männer, die ein gepflegtes und frisches Hautgefühl an den Füßen wollen. Die leichte Textur mit Feuchtigkeitsspendern, Ginseng und Koffein schützt die Haut vor dem Austrocknen und lässt die Füße frisch und gepflegt aussehen. Zieht schnell ein und lässt die Haut frei atmen. Anwendung morgens und abends empfohlen. Ja. Füße. Ja, es riecht auch wie ein Fußprodukt, aber mal gucken, ob er das dann entsprechend benutzen wird. Ich hoffe. Ich finde es ja immer gut, wenn Männer dann auch so Hand- und Fußcremes und sowas benutzen, ne? Von The Body Shop Coconut Soap hat sie auch mit reingepackt. So eine Stückseife. Eigentlich verwenden wir nicht so wirklich Stückseife und vor allem keine Kokosnuss. Ja, Kokosnussseife, nicht zum Verzehr geeignet. Würde ich auch nicht essen. Ich denke, dass sie weiter wandern wird, weil wir echt keine Stückseife verwenden. Wir benutzen wirklich nur Flüssigseife. Deswegen wird die leider weiter wandern. L'Oréal Men Expert. Hydra Energy, tägliche Reinigung mit Kohle. Eliminiert Schmutz, Öle, Schweiß, Unreinheiten für frische, gesund aussehende Haut. Okay, so ein Reinigungswaschgel. Da wird er sich hoffentlich drüber freuen, denn ich finde es immer ganz cool, wenn dann auch männliche Gesichtshaut schön rein ist und sauber und gepflegt. Das mag ich. Dr. Severin For Woman. Okay, das ist For Woman. Ich glaube, das ist eins von den Produkten gewesen, das rausgefallen ist. Body Aftershave Cream mit Hamamelis, Menthol und Rosmarin für schöne, sanfte und glatte Haut nach dem Rasieren, Wachsen, Epilieren, Auftragen und Einziehen lassen. Ja, cool. So eine schöne Aftershave Cream finde ich unheimlich wichtig. Sonst kriege ich auch immer so Rasierpickelchen. Die brauche ich immer. Die ist noch verschlossen, die riecht aber irgendwie männlich. Vielleicht hast du mir das deswegen ins Männerpaket gepackt. Es riecht wirklich männlich, aber ich werde sie verwenden. Ich kenne da nichts, ne? Ich habe sonst ja auch immer Aftershave for Men für mich benutzt. Und dann hast du mir hier noch ein paar Proben reingepackt von L'Oréal Men Expert Hydra Sensitive Birkensaftpflege kräftigt intensiv. Ach was, wie geil. Das ist eine Gesichtscreme. Ja, da wird er sich wohl drüber freuen. Dankeschön. Okay, wir müssen tapfer sein. Es ist noch so, so
viel. Also, Alexandra, du hast mega übertrieben. Duftet super. Jetzt habe ich hier Sternchenpapier. Das ist von Yves Rocher eine Handseife. Die werde ich benutzen. Die ist mit Apfel. Und ich weiß jetzt nicht, was Pomme Rouge. Roter Apfel? Nee, Pomme Rouge ist Red Apple. Geil. Okay, das sollte nach rotem Apfel riechen. Das finde ich cool. Ich mag fruchtige Düfte. Oh ja, und das riecht richtig geil nach fruchtigem, rotem Apfel. Das riecht, wir haben damals zu Hause immer Apfelmus selber gemacht und das riecht so, wie unser Keller damals gerochen hat, als wir die ganzen Säcke geschält haben, geviertelt, klein geschnitten haben und so weiter. So riecht das, das ist so richtig Kindheit. Dankeschön. Gepflegt schön. Das ist von Sebamed eine Handcreme für trockene Haut und die werde ich meiner Mom geben, denn die kann das sehr, sehr gut gebrauchen. Ich habe ja ziemlich viele Handcremes hier, aber die von Sebamed ist auf jeden Fall was für sie. Deswegen sei mir nicht böse, bleibt in der Familie, geht an meine Mama, weil ja, sie hat Probleme mit der Haut und da macht es auf jeden Fall Sinn, so ein Produkt zu verwenden. Und ja, Dankeschön, sage ich mal in ihrem Namen. Zum Entdecken hat sie hier drauf geschrieben. Du bist so geil. Endlich habe ich die L'Oreal Dreamlings Steam Mask. Yay! Ich habe die letztens noch bei, ich glaube, Real Sweet Sunny auf dem Kanal gesehen. Und da hatte sie auch davon erzählt, dass sie die so toll findet und dass sie die auch schon mehrfach verwendet hat und so. Und dass sie so geil ist und jetzt kann ich sie verwenden. Dankeschön, ich freue mich voll. Richtig, richtig geil. Ich habe immer gesagt, nein, die kaufe ich mir nicht selber, weil die eigentlich echt teuer ist. Also du bist verrückt. Aber geil, Dankeschön. Und dann hast du mir noch ein Douglas Essentials Set mit reingepackt. Das wird weiter wandern, denn das habe ich schon. habe ich auch schon teilweise verwendet. Das sind richtig, 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 richtig gute Masken von Douglas. Die hatte ich nämlich in dem Adventskalender drin. Die Detox-Maske ist so, so schön. Das ist so eine Aktivkohlemaske und die macht nachher so ein tolles Gesicht. Gesicht, genau. Dann die Tonifying Mask ist mit grüner Tonerde und die Soothing Mask mit pinker Tonerde. Und ich habe die alle schon verwendet. Ich finde die so, so super. Also, Leute, ich kann euch die nur empfehlen. Die sind richtig geil. Alle drei. Mega geil. Ich weiß, du wolltest mir etwas sehr Gutes damit tun. Ich habe sie aber schon. Und dementsprechend, das wird weiter wandern. Aber da wird sich jemand anders garantiert mega drüber freuen. Riecht so gut. Ist das, was gerade hier auch den Raum erfüllt? Ich glaube ja. Ja, auch das ist eine Stückseife, die ich tatsächlich schon besitze, die ich habe. Die liegt bei uns auf dem Gästebad und erfüllt das Gästebad mit dem Raumduft quasi. Wird aber nicht als Seife verwendet, sondern als Raumduft. Das heißt, die wird auf jeden Fall weiter wandern, aber sie riecht so geil. Es ist Fleur d'Orange. Also das ist quasi so leicht orange angehaucht, aber es riecht auch einfach so wie auf einer Restaurant-Toilette, da haben die ja auch immer so ganz spezielle Düfte. Und so riecht das halt, ne? Das riecht sehr, sehr gut. Oder wie bei einem Hotel oder so. Also halt sehr gehoben, aber sehr, sehr gut. Also und sehr, sehr gut. Also wirklich, ne? Ein guter Duft, aber wir haben ihn halt schon und verwenden ihn halt nicht als Stückseife, sondern als Raumduft. Dementsprechend wird auch diese Stückseife weiter wandern. Vielleicht gefällt es dir. Von Douglas eine Bodylotion Classy Winter. Okay, das ist so eine schöne rosane Verpackung und die wird dann vielleicht auch rosa riechen. Aber es riecht richtig toll. Das riecht schön blumig. Oh, geil. Ja, das ist mein Duft. Den mag ich sehr gerne. Dankeschön. Damit hast du mir eine Freude gemacht. Ich glaube, den werde ich mir gleich wirklich direkt ins Badezimmer stellen. Denn gestern ist mein Spray, ich gucke gerade nach da hinten, denn da steht es von Bilou leer gegangen, Snow Rose. Das heißt, das passt jetzt sehr gut und das verwende ich auch direkt. Dankeschön. Tolles Gefühl. Von Douglas Homespa Spirit of Asia Bamboo Milk and Rice Oil. Das ist ein harmonisierender Duschschaum. Das sieht ja ziemlich interessant aus und so riesig, ne? Ich hatte tatsächlich auch schon in meinem Adventskalender den ein oder anderen Duschschaum von Douglas und fand den auch von der Pflegewirkung und vom Duft her richtig geil. Ich schüttel das mal ein bisschen. Okay, nicht gut genug geschüttelt. Das ist meistens so, ne? Ich habe jetzt hier nur so ein bisschen geschüttelt. Hier haben wir den Schaum. Ja, ist eher ein Sommerprodukt. Aber es ist nicht so zitrisch frisch. Also dementsprechend mag ich das wohl. Doch, das ist ein Sommerprodukt. Ich glaube, danach bin ich auch sehr erfrischt. Also, coole Sache. Dankeschön. Einfach so. Live Vegan Sensitive Body Lotion für empfindliche Haut.
Wo habe ich das denn schon mal gesehen? Beruhigt und pflegt mit Bio-Hafer und sanften Bio-Ölen. Das hatte ich letztens auch schon in der Hand. Klinisch getestet und dermatologisch bestätigt. Sehr cool. Also ein Bodylotion habe ich jetzt schon mal genug. Wahnsinn. Vegan, das finde ich auch cool. Fühl dich wie neu geboren. 100% Familienrezepturen zertifiziert vegan und hautverträglich. 0% Parabene, Paraffine, Silikone, Mineralöle, synthetische Farb- und Duftstoffe. Coole Sache. Geil. Riecht noch nicht viel. Das muss ich austesten, aber wenn es sensitiv ist, ist es für mich auch schon mal sehr, sehr gut. Dankeschön. Super soft. Auch dieses Produkt habe ich schon, finde es aber eigentlich ganz geil. Deswegen muss ich mal gucken, ob es jetzt bei mir bleibt oder ob es weiter wandert. Das ist von Rituals, The Ritual of Ayurveda, Natural Dry Oil for Body and Hair. Also das ist ein Körper- und Haaröl. Ja, ich habe es halt schon da, ne? Da muss ich mal gucken. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Ich habe das jetzt so als Massageöl verwendet. Mal gucken. Vielleicht ist es auch als Haaröl ganz gut geeignet, dann kann ich es auf jeden Fall gebrauchen. So niedlich. So niedlich wie ungefähr dieser Sailor Moon-mäßig anmutende Mondstaub. Sparkle Hand Lotion, Vanilla Scented. Ich liebe Vanilleduft. Ich hoffe nur, dass die nicht glitzert, denn Glitzerhandcreme ist nichts für mich. Ich guck mal. Ah, die ist noch verschlossen. Okay. Ich muss sie austesten und dann gucken wir mal. Aber Vanille? Ja. Und das riecht nach natürlicher Vanille, nach so richtiger Vanilleschote. Und die Verpackung fühlt sich auch schön an und die sieht auch richtig geil aus, oder? Diesen Glitzer, perfekt für die Handtasche, dankeschön. Du hast hier echt derbe auf die Kacke gehauen, unfassbar. Das nächste, Porentief. Und es hört einfach hier nicht auf, ne? Tja, zwei doofe Eingedanke. Die hast du auch bei dir drin, Schätzelein. Aber halt nur ein Sachet von der Maske und dann einen Porestrip. Sehr, sehr cool, ja. Wir wollten uns beide was richtig Gutes. Also das ist so eine geile Maske, die ist so toll. Eine Minute und dein Gesicht ist einfach porentief rein. Sobald du irgendwo ein Mini-Pickelchen siehst, mach dir das Ding drauf, lass dir eine Minute drauf, dann wird das ganze Ding warm und dann spülst du das ab und 1A, wirklich. Mega geil, vielen Dank, ist so geil. Da brauchst du keine Pore-Strips mehr für oder keine Anti-Pickel-Patches, wenn du die hast. Duftet lecker, hat sie geschrieben. Ja, das ist von Yves Rocher Red Apple, das passende Duschgel tatsächlich zu der Seife, das ich eben hatte. Und das ist ein Sommerduschgel. Auch wenn dort halt so weihnachtliche Motive drauf sind. Mega, 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 mega. Also sowas mag ich richtig gerne für den Sommer. Boah. Ja, das riecht einfach nach Apfel, ne? Mega geil. Vielen Dank. Richtig cool. Für widerspenstiges Haar habe ich. Ja. Von Got2Be Größenwahn Ansatz Boost Spray für wahnsinniges Volumen. Verrückter Ansatzboost, unglaublich langanhaltend, dramatischer Halt. Hatte ich schon mal, habe ich weitergegeben, weil das einfach bei mir so nicht funktioniert und auch nicht so sein muss. Also ich brauche das nicht, dass es hier so puffig ist. Also so wie es jetzt ist, ist mir das vollkommen ausreichend. Deswegen wird es auf jeden Fall weiter wandern in eine Verlosung oder so. Tut mir leid, aber ich kann es leider nicht gebrauchen. Ja. Kleiner Mix. Kleiner Mix, Leute, ich sag euch das. Was ist das hier? Soweit die Füße tragen. Zartgefühls Girls Best Friend. Love Your Feet. Fußpeeling und Balsam. Okay, das ist einfach so ein Klötzchen. Einfach ein kleines Stück der Pink Peppermint Peeling Praline abbrechen und in leicht kreisenden Bewegungen jeden Millimeter der Füße von den Zehen bis zur Ferse massieren. Leicht den Druck erhöhen und die wohltuende Druckmassage spüren. Die Durchblutung wird angeregt, die Füße sind angenehm warm und Giftstoffe werden abtransportiert. Eine Wohltat für die Füße, die es uns sicherlich mit Treue und Leistungsbereitschaft danken werden. Also muss man im Prinzip da einfach ein kleines Stück von abbrechen. Und das dann so als Peeling über die Füße machen und gleichzeitig ist es eine Salbe, muss ich ausprobieren. Bin ich gespannt. Shimmer Coffee Body Scrub with Coconut Vitamins and Apricot Oil. Das sieht unfassbar geil aus, dieses holographische, ne? Aber ganz ehrlich, ich mag solche Produkte leider nicht so gerne. Deswegen wird es auch leider weiter wandern, weil Shimmer habe ich jetzt letztens ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil dann einfach, das hatte ich als Peeling, Gesichtspeeling und mein ganzes Gesicht hat geglitzert. Das war gar nicht gut. Und ich mag auch nicht so gerne Kokosnuss. So gar nicht. Bevor ich das jetzt aufmache und das ganz furchtbar finde, das wird leider weiter wandern. Das tut mir leid, auch wenn die Verpackung irre geil ist. Aber das
Nee, das möchte ich, das kann ich nicht. Das wird jetzt weiter wandern. Detox-Maske Tonerde Absolut. Das sind drei reine Tonerden und Aktivkohle von L'Oréal Paris. Die kann man auch in diesem großen Pöttchen kaufen. Da hatte ich mal dieses Zuckerpeeling von, das Sugar Scrub. Das fand ich richtig cool. Und das hier ist nochmal ein Sachet als Detox-Maske. Das finde ich auch interessant. Cool, werde ich ausprobieren. Dann hast du mir hier noch zwei Sachets reingepackt von Douglas Hair Protein Repair Intensive Mask Almond and Chia, was du mir eben auch schon reingepackt hattest. Und hier nochmal zwei von den Sachets. Das hatte ich letztens auch in einer Maske drin, in einer Glossybox mit drin, als ich mein Ultra Glossybox Unboxing gemacht habe. Dr. Scheller Natural Effective Argan and Amrand Tuchmaske für anspruchsvolle Haut. Sheet Mask for Demanding Skin. Genau. Das werde ich auf jeden Fall behalten und das aus den Glossyboxen werde ich dann in eine Verlosung geben. Weil ich habe es jetzt ja doppelt. Und von Dr. Scheller Granatapfel Gesichtspeeling. Oh ja, das wird ausprobiert. Das ist ein so ein Sachet und da bin ich gespannt. Hoffe, es gefällt dir. So Elixir Bois Sensuel L'Eau de Parfum. Ach, hat die mir ein Parfüm mit reingepackt, ne? Von Yves Rocher. Sehr pflegend. Das ist ein Schaum für ganz, ganz trockene Haut. Und das kann ich gut gebrauchen, wenn meine Schienbeine mal wieder Mucken machen. Das ist richtig cool. Das ist cool. Also wenn ich wieder trockene Schienbeine habe, kommt das zum Einsatz. Und das ist so ein Sprühding. Das finde ich auch mega cool. Dankeschön. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Frische Kick. Ich hoffe, dass es nicht zu frisch riecht, weil ich bin normalerweise nicht so der Fan von frischen Düften. Nee, das sieht schon mal besser aus. Es ist schon mal nicht irgendwie gelb oder blau, was ich hier raushole. Pflegedusche von Sebamed mit Wildrose und Süßmandelöl. Das ist ja cool. Medizinische Hautpflege. Das rieche ich mal. Oh, das riecht dezent. Das riecht ganz gut. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, Dankeschön. Es riecht wirklich schön. Also diese Wildrose riechst du raus. Süßmandelöl so ein bisschen. Ich denke, dass das hier auch mit in das Sebamed-Paket für meine Mama gehen wird. Und dann zum Muttertag. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee. Oder vielleicht zu Ostern. Mal gucken. Denn ich habe ja auch ein bisschen was schon für sie hier. Tatsächlich auch einiges von Sebamed. Und das würde passen, ne? Ja, das geht an meine Mama. Mama, wenn du zusiehst, du weißt von nichts. Tu einfach überrascht. Mach zarte Haut. Das ist eine Cleansing Cream von Yves Rocher. Sensitive Vegetal. So sieht die aus. Das ist für sensible Haut. Auch das ist sehr, sehr gut, weil es ist halt fürs Gesicht und dann muss es auch wirklich für sensible Haut sein. Sehr, sehr geil. Wird verwendet, auf jeden Fall. Einhornstaub. Dein Ernst? Das ist richtiger Nix. Oh. Glitterkleber, Glitterglue und dann halt diese drei verschiedenen Pigmente. Richtig geil. Ich habe immer gesagt, ich kann diese Pigmente leider nicht verwenden, weil ich keinen guten Glitterkleber habe. Jetzt habe ich einen, jetzt kann ich das mal verwenden. Richtig geil, Dankeschön. Das finde ich cool. Yay, new shade inside. Und auch das passt dann wirklich von der Farbe her zu dem lila Lippenstift und dem lila Quattro, was du mir geschenkt hast. Das heißt, auch das wird zum Einsatz kommen. Wahnsinn, richtig, richtig cool. Und hier habe ich das letzte, wo irgendwie wohl das Schildchen abgegangen ist. Das ist von Yves Rocher Gommage Végétale. Poudre d'Abricot. Tout peau. Okay. Apricot Powder All Skin Types. Das ist ein Aprikosen-Scrub. Okay. Das ist dann wahrscheinlich auch ein Gesichtspeeling, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es ist okay. Ein Peeling darf so riechen. Okay, cool. Ja, da bin ich echt gespannt. Das wird auch auf jeden Fall getestet. Liebe Alexandra, danke, danke, danke. Es sind richtig coole Produkte. Bitte sei mir nicht böse, dass das ein oder andere nicht bei mir bleiben wird, weil zum einen habe ich nur diesen einen Körper, dieses eine Gesicht und kann nicht so viel verwenden, weil du hast mega die Eskalation gestartet, Lady, so nicht. Und zum anderen, wenn manche Sachen mir nicht ganz so gefallen, gebe ich die lieber jemandem, dem die mega gefallen und weiß, dass die da einfach in guten Händen sind. Das mag ich dann lieber, als wenn ich die verwende und das doof finde, oder? Das ist doch viel schöner. Und deswegen, ja, vielen, vielen, vielen Dank. Nochmal richtig geile Produkte. Wirklich. Ich hoffe, dir gefallen auch die Produkte, die ich für dich ausgesucht habe. Ich habe das Thema Kunterbund etwas anders interpretiert. Ich habe es nämlich in Farben gesehen. Also wunder dich nicht über die Farbvielfalt, die dich erwarten wird.
Ich weiß nicht, ob ich Ihren Kanal hier verlinken darf. Wenn ich den Kanal von der lieben Alexandra verlinken darf, schreibe ich ihn euch gerne unten in die Infobox rein. Ich frage sie aber lieber nochmal ganz freundlich und dann kann sie sich das überlegen, ob ich das darf. Und dann könnt ihr vielleicht auf Instagram mal schauen, was ich ihr geschickt habe. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen, die ich gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!